Hallo zusammen und willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. So, wir scouten hier mal noch so ein bisschen um den Vulkan rum, habe ich jetzt erst gesehen. Und wir haben eine neue Stadt, Omikron. Okay, was haben wir noch? Wir haben den hier. Wollte ich den mit dem Auto losschicken? Kann das sein? Oder heilt der hier noch ein bisschen? Nee, ich glaube, das ist ein Forschungs 2. Sie hatte Forschung 3. Sie hatte Forschung, wo ist sie gerade? Weil Forschungspunkte würde ich gerne besorgen. Sie war, glaube ich, auf dem Weg zurück. Naja, wie auch immer. Ich gehe jetzt nochmal runter. Ich habe vergessen, was sie eigentlich machen sollte. Ach, sie war mit Auto unterwegs. Oh mein Gott, jetzt bin ich einfach weggegangen. Nee, sie muss natürlich wieder einsteigen und runterfahren. Hoppala. Ich hatte hier gescoutet, glaube ich, mit ihr. Oh, feier. Ein paar Tage nicht aufgenommen und schon alles futsch. Wir hatten hier die Forschung aus. Vielleicht wollte ich das machen. Okay, pass auf, wir steigen hier wieder ein. Das Auto hat noch 12 Punkte. Das heißt, wir können hier hinfahren. Und steigen dann mit ihr wieder aus. Ja doch, das nützt durchaus was, das Auto. Also ich fange langsam an, den Bonus da zu entdecken. Okay, was brauchen wir hier in der Stadt noch? Wir haben hier noch ein Auto übrig, aber kein Treibstoff. Ich habe das auch noch nicht erforscht, dass ich da... Haben wir einen vergessen? Wir haben ihn hier vergessen. Ist ganz gut, was Kämpfer angeht. Wir können ja dann in der Umgebung mal gucken, was die hier geheim halten. Und neue Handelsverträge, genau. Gucken wir da, wo ist das für... Der Handel war hier. Ich wollte gerne... Irgendjemand hatte einen Saatgut Sonnenblumen im Angebot. Die Laschen. Und das kostet aber 400 und die Reputation ist noch nicht. Deswegen müssen wir den Sachen senden. Ich bin dann für nur 13 Medikamente. Und wir haben so... wir haben viel Antibiotika, aber kaum Medikamente. Aber ich mache das trotzdem. Aber wie lange läuft das? 14 Tage? 2 pro? Wie ist es, wenn man da nicht liefern kann? Wenn wir rausfinden, glaube ich. Aber das bedeutet, irgendeiner von denen, sie hat doch Medikamente dabei. Ne? Und ist hier, vielleicht sollten wir doch weiter die Medikamente holen und dann nach Hause bringen. Aber das dauert auch ziemlich lange, aber... Auto. Würde ich dir mit dem Auto losschicken? Nee, na, das bringt ja nichts, wenn... Ah, sie hat aber auch Treibstoff. Mist. Es sei denn, ich baue hier ein weiteres Lager. Das könnte funktionieren. Moment, ja. Nee, doch. Wieder zurück. Ich muss hier draufklicken. Wo haben wir denn das erste Außenpostenlager gebaut? Das war irgendwo hier draußen. Ah, hier. Das müsste hier sein. Außenpostenlager. Bauen wir einfach hier ein zweites hin. Straße. Ich glaube, ja, das ist nicht super wichtig, aber wir, muss die gar nicht mehr gebaut werden? Doch, okay, ja, ist eine Baustelle. Ich dachte, das wäre schon fertig gewesen. So, haben die hier noch zu tun? Ja. Alles gut. Haben die anderen zu tun? Die hier so, oder die sowieso nicht. Ja, wir müssen Beton sammeln. Davon haben wir ein bisschen wenig. Fangen wir auch hier an. Das sind 67 noch. Unterirdisches Metall. Ja, bis wir diese unterirdischen Depots angreifen können. Das dauert auch noch eine Weile. Ach, Flachs gibt nur Fasern, ja, die können, kann man gar nicht. Nee, klar, was soll man da auch essen? Leinsamen vielleicht. So, soll ja gesund sein. Lagerstätte ist leer, okay. Wer hat denn da gesammelt? Keine Ahnung, was wir da hatten. Beschwert sich jetzt aber auch keiner, ne? Okay, ich beschleunige mal die Zeit, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Und dann gehen wir gleich auf die Weltkarte. Haben wir das Lager schon gebaut? Nee.
Wir hatten aber genug Baumaterialien da. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass wir hier auch so Elektronik brauchen. Das heißt, ich wollte ihn gerne zurückholen. Sie kann hier einmal plündern. Und sie sollte eigentlich wieder ins Auto steigen. Upsi. Und wenn ich sie, wie war denn das? So und dann so. Das funktioniert, okay. Ohne Zwischenfall, sehr schön. Das ist relativ gefährlich da am Atomkraftwerk. Jetzt war die Forschung schon abgeschlossen oder läuft die noch? Läuft noch ein Tag, zwei Stunden. Großes Akkupaket. Ich bin schon in Richtung industriellen Abbau unterwegs. Außenposten errichten. Das würde ich jetzt hier oben machen. Dann müssen wir gucken, ob das klappt. Das hat ja letztes Mal Probleme gegeben, Sachen im Außenpostenlager abzulegen. So, die Sklavenhändler sind da. Tausche zwei Gefangene. Ist irgendjemand obdachlos? Nee, ne, ist genug. Wir haben 10 Leute, die tragen. Lege ob überall. Fischer sind überall unterwegs, ja. Könnten da schon mal ein neues Fischerlager irgendwie bauen. So eine Fischerhütte. Wo sind denn unsere Fallensteller? Wie sahen die denn aus? Hier. Das müssen wir verlegen. Und hatten wir nicht noch einen Fallensteller? Tja, irgendwann sieht man das nicht mehr. Ne? Also, ja, wenn hier so viele Häuser stehen. Wohnhäuser sind auch nett, ne? Ah, hier, Moment, was hat der denn? Holzfällerlager, ja. Ich würde dann hier vielleicht weiter freiräumen. Nuklearer Abfall ist leer, okay. Aha. Lass mal sehen. Ich glaube, hier die beiden können als nächstes weg. So, hier gucken wir mal, ob das jetzt mit dem Abfall... Ja. Ausgezeichnet. Das heißt, sie kann hier auch noch weiter plündern. Und das heißt für ihn, dass wir in der Garage... Nicht ganz so schnell. Das ist die Garage. Zu ihnen rein. Geht das nicht? Braucht man jetzt plötzlich zwei? Das ging ja sonst auch, ne? Wird repariert. Ach so, ach, das dauert noch. Oh Mann. Okay, der hat jetzt erst angefangen. Ne? Wir hatten zwar genug Treibstoff, aber die Zeit. Mal sehen, wie schnell es geht. Okay, dauert eine Weile. Dann gucken wir mal, was das hier für Leute sind. 3 Erwachsene, 1 Kind. Die bringen Werkzeuge, Fischjacken und ein paar Kartoffeln dabei. 2 von denen waren verletzt, aber das ist kein Problem. Wir können uns ja um die kümmern. Wir können auch hier noch jemanden arbeiten lassen. Obwohl es nicht wirklich notwendig ist. Das dauert doch viel länger als gedacht. Dann plündern wir hier noch ein bisschen. Forschen noch ein bisschen. Er ist neu. Das heißt, wir können jetzt ein Team, wenn wir hier noch ihn zuordnen. Geht's dann schneller? Wenn da mehr Leute dran arbeiten? Vielleicht. Avery ist erwachsen.
Wohnraum gibt es offenbar genug. Forschung habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, ist fertig. Ich würde Windkraft 2 nehmen. Und danach sind wir schon beim industriellen Abbau. Nochmal 350 Forschungspunkte. Da müssen wir noch ein bisschen was holen, aber wir sind ja dran. Ist also gar kein Problem. Läuft. So, dann müssen wir ihn warten. Die sind hier. Sie ist noch dabei. Genau, sie sollte mit dem Auto hier runterfahren. Na, und hier gibt es richtig viel zu plündern und das können wir dann hier abliefern, wenn das jetzt funktioniert. Und dann war das eben tatsächlich eine Sache, die nur letztes Mal während des Speicherstandes irgendwie ein Problem machte. Also neu gebaut ging nicht. Aber jetzt Spielstand neu geladen geht. So, Holzbeton. Wir haben gar kein Sägewerk, glaube ich. Wir haben nur den Holzfäller, der eben diese Holz zum Kochen macht. Kommen wir mal. Ja, wir haben extrem viel Wild. Ich überlege, ob wir so ein zweites Kochhaus machen. Aber nicht hier in der Wohngegend. Das würde ich ganz gerne woanders machen. Vielleicht hier? Was ist das hier eigentlich? Auspostlager. Achso, ach, das war Atommüll. Hoppala. Naja, ist nicht schlimm. Es ist doch sicher. Es ist doch sicher verwahrt. So. Noch ein großes Feld. Wobei, ich warte mal noch. Ja, ja, berühmte letzte Worte. Ich warte mal noch mit dem Essen. Das war aber laut. Auto repariert, Team erstellen. Also, wir können jetzt die zwei Leute losschicken. Das machen wir einfach mal. Wo sehe ich? Ah ja, hier sehe ich, wer drin sitzt. Okay. Und dann schicken wir die hier hinten hin. Und auf der rechten Seite sind wir noch gar nicht weit gekommen. So, Auto repariert. Was ist hier? Mehr Fahrzeuge haben wir nicht. Wohnhäuser, ich guck mal ganz kurz, ob wir die neuen, nee, Wohnhaus war tatsächlich das Beste, was wir gerade haben. Wir müssten aber neue Dekorationen haben. Die Zufriedenheit, nur das Denkmal hilft der Zufriedenheit. Wo sind denn hier als Dekoration? Strauch mit weißen Blüten, rote Blumen. Lass mal sehen, wie die aussehen. Hm, ja, okay. Spezialisten einsatzbereit. Ich gehe mal gucken. So, kann sie jetzt noch aussteigen? Ja. Prima. Das müsste ja dann hier genauso gehen. Das heißt, wir fahren so auf den letzten Meter und dann steigen wir aus und scouten. Ja, ausgezeichnet. Ja, langsam mag ich das. So, sie sollte eigentlich plündern noch, wenn wir die Sachen nicht wirklich mal sehen. Wo ist denn das Auspostlager da? Hm. Ach na ja, kann nicht schaden. Jetzt ist nicht zu sehen, doch 6 Medikamente gibt es da noch. Sprengstofflager, extrem gefährlich, da an das Werkzeug zu kommen. Mache ich lieber nicht. So, wie sieht's aus? Windkraft 2 dauert noch einen Augenblick. Forschungspunkte haben wir jetzt genug. Wir brauchen. Ja, nee, das ist eigentlich alles richtig. Ne? Wir haben das Akkupaket, was wir demnächst. Achso, das kann ich ja bauen. Ne? Das sollte ich vielleicht auch machen.
jetzt einfach hier hin. Erst abliefern, dann scouten gehen. Oder dann plündern gehen. Das ist ja auch ziemlich gefährlich. Ach, das ist genau das gleiche Ding nochmal. Gibt's nicht. Ich habe gerade überlegt, wo ich ein Lager noch einbaue. Also so ein Aufbauer, so ein Außenpostenlager. Aber wir sehen nicht da oben. Hatte jetzt nicht den Eindruck, dass notwendig ist. Hier könnten wir ein bisschen Holz holen. Wir können aber auch einsteigen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt reingehe und dann hierhin fahre? Ah, sie hat durchs Einsteigen hat sie auch verloren. Schade. Wenn das Auto nur noch 38 Punkte hat, wie kommt denn das dann zurück? Wie geht's in dem? Denn noch 72. Okay, wie ist denn er eigentlich drauf? Ja, Forschung plündern. Ich scout erstmal noch ein bisschen. Forschung 416, ist nicht schlecht. Ich glaube, da können wir einen von den beiden dann auch hinschicken. So, die machen auch, was ist es nochmal, gemischte Mahlzeiten. Ich glaube, dass die am besten sind, am besten schmecken. Muss ich nochmal gucken, wo das Zeug gelagert wird. Das ist unser Nahrungsmittellager. Brennholz, ja, wir haben genug, ne? Also das brauche ich da auch nicht weitermachen. Handelskonvoi eingetroffen. Und dann gehen wir mal ganz kurz gucken. Das hier ist nicht noch 10 Tage Zeit und wir haben schon 4 geliefert. Und wir haben 21 jetzt auf Lager, das ist also okay. So, das bringt uns 200 Reputation. Das müsste dann auch reichen. Ne? Das war, wahrscheinlich haben wir vorher noch was anderes von denen. Oder an die geliefert. Wie sieht es mit Omikron aus? Kann ich Werkzeuge liefern? Was haben die denn hier? Maden? Oder Mehlwürmer oder sowas? Wachswürmer. Will ich die haben? Was haben die noch? Die haben Stoffe. Habe ich Werkzeuge über? Mann, nicht wirklich. Ihr macht es trotzdem. Also lieber das als Sprit. So, ich glaube, jetzt gibt es hier nichts mehr. Die hat alles geholt. Sie muss aussteigen. Ein bisschen was plündern. Und noch mehr Medikamente. Ja, ohne Verletzung, alles gut. Er hatte Forschung 2. Und dann 3 Antibiotika haben wir eigentlich auch genug. Scout ich mit ihm. Und er hier war, glaube ich, in unserer Forschung ganz gut. Das machen wir mal hier. Wobei wir halt echt viele Forschungspunkte haben. Apropos, da kann ich gleich mal gucken. Dauert noch 9 Stunden. Wir brauchen von diesen elektronischen Bauteilen noch was. Und dann gibt es immer noch die einen, also ich glaube, die elektronischen sind die, die man nicht selber bauen kann, leider.
Vielleicht kommt es noch. Junior-Ingenieure. Das sind nur mehr Arbeitsplätze. Förderbänder ist Produktionsthema. Tempo. Thema. Ist ein anderes Thema. Satisfactory spiele ich sehr gerne. Nicht auf diesem Kanal, muss ich dazu sagen. Das ist auf meinem anderen. Aber ja. Da ist die Produktion auch im Gange. Nur, dass man da die ganzen Fabriken selber bauen muss. Aber es ist trotzdem sehr schön. Macht Spaß. Ja. Waren jetzt ein paar entspannte Tage. Große Windturbine. Nee, ins Wohngebiet. Auch nicht ins Kochhaus. Vielleicht beim Denkmal. Auch nicht wirklich. Warte mal, wir können die doch hier draußen irgendwo an einen Weg stellen. Ja. Ist auch fast Wohngebiet. Ne? Wir werden ja hier hinten das irgendwie in die Richtung erweitern. Na, egal. Wie sieht es aus mit dem Strom im Augenblick? Gut. Sieht es aus tatsächlich. Also ich gehe mal in Richtung industriellen Abbau. Und dann fangen wir an, in der nächsten Folge die Extraktoren zu bauen. Die brauchen, letztes Mal war es eine ganze Menge, 12 Energie. Die müssten wir dann aber mit der großen Windturbine, keine Ahnung, wie viel die liefert, aber wir müssten es eigentlich über haben. Vielleicht nicht für alle drei. Vielleicht müssen wir noch eine bauen. Aber das läuft dann schon so. Handelskonvoi eingetroffen. Ja, alles Sachen, die ich mir beim nächsten Mal angucken kann. Für heute sage ich wieder Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.